So, hallo und herzlich willkommen. Die Bike-Saison beginnt, schön langsam aber doch. Aber Corona hat uns nicht mehr fest im Griff. Wir haben uns überlegt, in der Corona-Zeit, wo wir noch keine Kurse machen dürfen, einfach euch online über Instagram, YouTube und Co. gewisse Tricks, Skills und Techniken beizubringen, die ihr daheim lernen könnt und wo ihr dann einfach ganz normal mit uns jede Woche einen neuen Trick lernt und mitmacht, so dass wir dann in ein paar Wochen fit für die neue Bike-Saison sind. Heute beginnen wir ganz einfach mit einem Thema und das ist das Gleichgewicht. Gleichgewicht, eigentlich die wichtigste Geschichte beim Radfahren. Starten wir, gehen wir so an. Das Gleichgewicht. Beim Gleichgewicht ist es einfach immer wichtig, darauf zu achten oder sich zu ermitteln, was ist mein Antriebsfuß. Welchen Fuß habe ich vorne? Kann ich ganz gut beobachten, wenn ich einmal geradeaus fahre, ohne treten, die Pedale parallel halt. Welchen Fuß habe ich vorne? So wie man das angelernt, so mache ich es auch heute noch. Das heißt, mein Antriebsfuß nach vorne und dann probieren wir das Gleichgewicht zu halten. Und dann ganz einfach, schaut, bei mir ist es der rechte Fuß, rechter Fuß nach vorne und so probiere ich mein Gleichgewicht zu halten. Ihr könnt euch auch, wenn ihr euch leichter tut, einfach irgendwo zu einem Hindernis umstellen, zu einem Randstein, zu einer Hausmauer. Vorderrad zu, Antriebsfuß nach vorne, so merkt ihr euch das, aufgestellt und dann probiert ihr das Gleichgewicht zu halten. Das ist auch schon unsere heutige Übung und das Gleichgewicht, schaut, brauche ich dann eigentlich für jede Geschichte am Radl, was ich mache. Egal, ob ich es jetzt mit E-Bike mache oder ohne, Antriebsfuß nach vorne, Gleichgewicht halten und desto länger ihr schafft, desto besser. Bis dorthin wünsche ich euch viel Spaß beim Üben, viel Erfolg und ganz wichtig, denkt auf den Antriebsfuß. Antriebsfuß nach vorne.